So, hi zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Argage, dem deutschen Videomagazin. Und ihr werdet euch bestimmt wundern, aber ich habe mich bereits um alles heute gekümmert. Ich habe zwei Anschreiben bekommen per Privatnachricht, wo gemeint wurde, Mensch, Fido, ist ja alles schön und gut, aber willst du uns jetzt jedes Mal zeigen, wie du die Beeren scherst oder die Bananen erntest? Nein, das möchte ich natürlich nicht. Wie gesagt, ich habe mich immer um Live-Sein bemüht, aber ich denke mal, es geht auf Sack, auf Deutsch gesagt. Mir geht es ja selbst auf Sack, das jedes Mal machen zu müssen, jetzt hier und dabei irgendwas zu labern. Von daher lassen wir das jetzt erstmal weg. Wir haben jetzt ein klares Ziel, wir haben ein klares Thema jetzt für die Serie. Ich möchte jetzt gerne ein Handelsschiff, wie gesagt, voll bekommen und natürlich vorher auch selbst ein Handelsschiff craften. Ich mache jetzt heute den letzten Versuch, wirklich den allerletzten nochmal im Auktionshaus eins zu finden. Sollte immer noch keins drin sein, werde ich anfangen, Goldmünzen zu sammeln. Das hilft ja dann letzten Endes alles nichts mehr. So. Ja, ihr seht ja, meine Rüstungen verkaufen sich immer noch nicht. Andere Sachen habe ich in der Post. Die Post habe ich noch nicht aufgemacht. Das werde ich jetzt dann auch gleich mal vornehmen. Ich habe ja noch die restlichen Sachen von Basti, von Animagus, die ich noch gerne an den Mann bringen möchte, beziehungsweise auch selbst aufheben möchte. Da gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Und ich werde heute die Auslosung des Giveaway-Gewinners machen. Das wird ja auch allerhöchste Zeit. Es tut mir auch leid. Das habe ich die ganze Zeit auch vor mich hergeschoben. Und zwar irgendwie, weil ich nie dazu gekommen bin, weil ich meistens so viel gelabert habe, dass ich das total vergessen habe. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir... Nee. Also Leute, das führt so zu gar nichts. Es ist kein Handelsschiff im Auktionshaus, nicht mal zu überteuerten Preisen. Das heißt, jetzt geht's ans Farmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wie kommt man zu Goldmünzen? Ganz genau, durch Handelsrouten fahren. Mein Problem ist, die Mahadevi-Route ist natürlich genau zentral in der Mitte. Die Bananenroute macht man normalerweise, wenn man von Mahadevi über das Meer fährt und zu einem weiter entfernten Punkt Sachen bringt. Am besten geeignet für Handelsrouten ist normalerweise, wenn wir im Stadtgebiet der Fähre craften und dann mit dem Tracker eben nach Mahadevi fahren. Beziehungsweise wir könnten auch mal probieren, aus Mahadevi ins Stadtgebiet der Fähre zu fahren, aber ich glaube, mehr als zwei Münzen werden da nicht rausspringen. Das heißt, ich müsste diese Tour ja wirklich fünfmal fahren und ja, das werde ich jetzt halt mal ausloten. Da muss ich jetzt mal schauen. Ich schaue jetzt schon mal vorsorglich nach, was hier angesagt ist im Westen. Wie gesagt, entweder Sonnenblumen oder eben die Süßkartoffel, die wir 50 Mal brauchen. Das gucken wir uns dann einfach mal an. Ja, ich danke auf jeden Fall erstmal wieder für die Teilnahme am Giveaway. Ich werde es kurz machen. Ich werde jetzt, also sobald ich halt losfahre und mit dem Trecker unterwegs bin, werde ich dann auch die Auslosung vornehmen. Ich habe jetzt mittlerweile durch Poster XXL und durch viele Sachen jetzt auch ein bisschen Fanart designt. Ich habe die ersten Sachen jetzt schon per Post abgeschickt an die Teilnehmer und Gewinner der AQ Man Challenge und jetzt seid ihr natürlich auch dran. Das heißt, in der nächsten Folge wird es dann das erste physikalische Giveaway geben mit Arcage in Anführungszeichen Merchandise von mir kreiert. Verschiedene wunderschöne Sachen, Tagebücher, Notizblöcke, Post. 220 Gold, ich habe es endlich geschafft. Ich habe mein upgradebares 44er Teil verkauft. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, ich könnte jetzt fast schon die 1000 Gold-Marke überschritten haben. Auch natürlich dank der Leute, die mir das Gold überlassen haben. Aber selbst wenn, Liesel hätte jetzt auch selbst wieder ein kleines bisschen gewonnen. So, jetzt haben wir hier natürlich auch einen Trader. An den Trader verkaufe ich jetzt erstmal die. Ihr habt es ja beim letzten Mal gesehen. Die Dinger kann man nicht gut verkaufen im Aha. Da gibt es jetzt 30 Gold beim Händler für. Für das Fleisch von meinem Bären kriege ich 1 Gold 79. Und ich glaube, das war es mit den Verkäufen hier jetzt auch erstmal. Genau, das ist alles gut soweit. So. Dann schauen wir mal, was uns Basti noch zugeschickt hat bei seiner Haushaltsauflösung. Ja, wir haben, oh ja, wir haben Multicolor-Kristalle, wir haben Multicolor-Staub, wir haben verschiedenste, ja, Varianten von Würfel-Arcium 102. Er hat also wirklich sehr viel geangelt. Das sieht man ja gerade bei diesen Kisten hier und beim Angeln, der bekommt sehr, sehr viele Sachen drin sind. Ich habe Samen bekommen. Oh, Samen, und zwar für Tierfutter. Und zwar haben wir hier Kürbisse, wir haben Klee. Wir haben den Reis da. Wir haben noch ein paar einzelne Pflanzen, mit denen wir hier etwas weniger anfangen können, denke ich mal. Und wir haben hier noch, das müsste jetzt fast genau reinpassen. Ja, aber noch leider nur fast. So, und der Rest ist alles schon fast verkäuflich. Bis auf die Sachen, die ich mir natürlich zurücklegen möchte für den Bau des Schiffs. Da nehmen wir jetzt erstmal Rohmaterial. Wir brauchen natürlich Stoff, ganz klar. Den Stoff haben wir runter, den fertigen Stoff haben wir ja noch in der Bank drin und... Ja, was machen wir denn mit den ganzen Sachen? Die hebe ich jetzt, wie gesagt, auch. Das habe ich auch schon immer gesagt, die werde ich immer aufheben. Jetzt gehen wir erstmal mal in meine Bank. Ich glaube, nee, in der Bank habe ich keine mehr drin. Da habe ich eigentlich nur noch Staub und Quadrat. Das heißt, wir können auch gerne mal eine Crafting-Session demnächst machen. Setzen wir das mal alles hier rein. Also ihr seht, viele, viele Sachen, die wir hier noch dabei haben. Aber das meiste werde ich jetzt einfach nur noch vergolden wollen, weil ich einfach im Moment nicht den Nerv und nicht die Zeit habe. Und ihr wollt ja auch nicht dabei zugucken, wie ich die ganze Zeit hier meine Post einsortiere.
Das heißt, wir machen kurz und schmerzlos jetzt die Verkäufe. Hier haben wir zum Beispiel 2 Gold 69 für den mittleren gelben Trank. Für den kleinen gelben haben wir hier 2 Gold 56 für 4 Stück. Das kann man alles so verkaufen erstmal. Das kann man alles nachcraften. Das kostet alles nicht die Welt. Mittlerweile ist, wenn man sich mal überlegt, der Stückpreis für ein Multicolor-Kristall war am Anfang bei 3 Gold, kann man ungefähr sagen. Wenn man einen Gleiter gebaut hat für Stufe 40, für den man ja 100 von diesen Kristallen benötigt hat, hat man ausgegeben ca. 300 Gold. Alleine für die Multicolor-Kristalle. Deswegen ist mir das zu schade und auch in Anbetracht, in Hinsicht auf einen eventuell kommenden Gleiterbau, den ich auch noch machen wollte, habe ich, glaube ich, hier aber noch keine drin. Ne? Ich kann aber nochmal... Ach, die kleinen Blumen kommen jetzt mal alle raus. Ich muss mal ein bisschen Platz hier wieder schaffen. So, und das ist... das sind ja alles so Quest-Items. Die können wir sowieso mal löschen irgendwann. Dann habe ich hier noch meine Hosen, genau. Ja, das ist alles nicht so... Ah, Leute, ich habe so viel Müll angesammelt im Laufe meines Let's-Play-Lebens hier. So, 1 Silber 5. Hau mal rein. Es verkauft sich alles. Dann haben wir noch hier die Blumen. Blume. 38 Silber und 12 Silber. Und jetzt hauen wir die Kürbisse auch erstmal rein. Ach, nee, aber Kürbis ist richtig gut vom Preis her. 2 Silber das Stück. Da hier wieder 65 Silber. Ah, die probieren wir jetzt einfach nochmal reinzuhauen. So. Jetzt haben wir noch Barren hier. Jetzt muss ich mal schauen, habe ich Eisen? Habe ich irgendwelche Erze in meiner Bank gelagert? Ja, aber wie gesagt, nur Roherze. Keine fertigen. Aber ich glaube, ich lager die Sachen auch mal ein. Na, ich lager die nicht ein. Die werden jetzt erstmal alle verklopft. Oh, da. Ich sehe schon, ich klicke schon wieder zu schnell, ne? Raus damit. So, aber wie gesagt, beim nächsten Char schaue ich nochmal ohne Hilfe irgendwas zu machen. Vielleicht auch mal auf einem anderen Server. Aber ihr seht ja, jetzt kommt hier wieder richtig... Oh lol, der Silberband ist ja noch bei 36 Silber. Ernsthaft? Ernsthaft? Ernsthaft, der ist bei 36 Silber. Boah, das ist schon krass. Den Goldband habe ich jetzt für wie viel rein? Jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen. Ah ja, Goldband ist schon eher was. Die sind halt noch ziemlich hoch wegen dem Auto, weil das Auto halt noch so teuer ist und so viele Goldband eben benötigt. Oje, oje. Naja, sind auch wieder 10 Gold. Setzen wir das mal rein so. Fertiges Leder. Alles wird... Na okay, den Stoff behalten wir. Multicolor Arcium, damit ihr das auch mal sehen. Multicolor Arcium, wie gesagt, bei 11 Silber 99 das Stück. Kann man immer mal aufheben auch, aber ach... Nutzt ja alles nichts. Aber die behalte ich, weil ich ja noch einen Kleider auf jeden Fall craften möchte. So, da machen wir jetzt erstmal den Rest hier in mein Bankfach rein. Da war fertiges Holz, fertige Steine, Multicolor. Rohholz haben wir auch mit rein. Die ganzen Samen kommen rein. Dann hier, die hier kommen alle rein. Schade, was mir halt fehlt, was auch toll wäre, wäre so ein Sortierknopf auch bei den Kisten, ne? Dass man drauf drückt, dann sind die Sachen da auch sortiert. So muss man das alles so von Hand machen, wie es hier beim Inventar eben ist. Also wie gesagt, tauchen gehen kann ich jetzt auf jeden Fall mit 74 Tauchersäcken. Das soll ich ein bisschen Schätze auch mal hochziehen können. Ja, ansonsten ist das wohl schon alles, was ich hier noch... Ja, den Staub lagern wir noch ein. Ich bräuchte... Na, 15 habe ich noch. 15 Pottsteine, da muss ich auch nicht großartig drüber nachdenken. Ja, das muss alles mal verarbeitet werden, was hier drin ist. Das kann ich auch mal in einer anderen Folge machen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir unsere Tour, ne? Das mache ich jetzt nämlich gleich mit den Sachen, die bereits fertig sind hier. Draggy, da ist Draggy. Ja, mein Speedboat wurde übrigens zerstört. Das wollte ich mal so nebenbei erwähnen. Mein Speedboat wurde während der Challenge zerstört. Das konntet ihr ja live mit ansehen, mehr oder weniger. Mein armes Boot, da muss ich jetzt erstmal wieder so eine Sanduhr besorgen. Das geht ja relativ einfach in Korea. Und jetzt nehmen wir natürlich die Kisten mit, die sowieso bald ablaufen. 2 Tage, 13 Stunden haben die noch auf der Uhr. Es wird Zeit, die auf jeden Fall zu verladen. Wie gesagt, wenn ihr euch fragt, was gibt es für Neuigkeiten, gar keine. Bei uns sowieso keine, das wisst ihr ja, Trident sagt gar nichts mehr zu R-Gage. Und in Korea ist auch alles sehr ruhig. Es gibt aber Gründe dafür, es gibt halt Neuigkeiten aus Russland, die ich eventuell hier mal erwähnen könnte. Und zwar ist am 28. September ein Treffen, ein Meeting oder auch eine Vorführung. Der russische Publisher Mail.ru wird den russischen Client von R-Gage erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Und zwar 30 Vertretern der Presse und 40 Vertretern, jetzt kommt's, 40 Vertretern der 20 größten Gilden im russischen Raum, die an R-Gage interessiert sind. Also Multigaming-Clans. Jeder stellt 2 Besucher für diese Veranstaltung.
Und es wird quasi gemeinsam über Arc Edge geredet, über Wege, das Spiel besser zu machen. Es wird das PvP-System wahrscheinlich vorgeführt, weil die Russen ja auch davon eine abgewandelte Version bekommen werden. Ja, später habe ich noch genug und los geht's. Also es wird sehr, sehr spannend werden, sehr interessant. Man sieht auch wirklich hier die Leidenschaft und den Einsatz, den Mail.ru da wirklich macht, um den Leuten zu zeigen, jawohl, wir tun was für euch, wir helfen euch da auf jeden Fall weiter, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Und es wird natürlich auch am 28. wahrscheinlich dann bekannt gegeben, wann die Closed Beta anfängt, die auf jeden Fall dieses Jahr noch sein wird. Das hat die Haupt-Community-Managerin aus Russland bereits schon durchblicken lassen. Das heißt, wir bekommen auf jeden Fall Ende des Jahres, also was heißt hier wir? Die Russen bekommen Ende des Jahres ihre Closed Beta. Das ist bereits sicher, das ist schon legit, das wurde bereits offiziell von Mail.ru bestätigt. Nur das genaue Datum, das wird eben noch bekannt gegeben. Genau. Oh, ich fahre hier mitten durchs Gebüsch. Ich sehe gar nichts. Ah, nicht schon wieder? Oh. So, drehen. Ey, was ihr hier unten übrigens seht, ist auch die Lokalisierung der Clients. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, dass die Russen jetzt in kyrillischer Schrift schreiben können auf dem Testserver, auf dem Live-Server. Und auch die Chinesen haben jetzt ihre Lokalisierung voll drin. Das heißt, bei denen wird es jetzt auch sehr bald in die Closed Beta 2 gehen. Also die kommt auf jeden Fall noch vor der Open Beta, hat Tencent ja angekündigt. Blade and Soul lässt ja ein bisschen auf sich warten, da gab es ja ein Delay. Die Open Beta von Blade and Soul wurde ja verschoben, die wird aber auch noch Ende des Jahres kommen. Das heißt, dadurch wird sich auch Arc Age natürlich in China ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Tencent will sich ja nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Das heißt, mit zwei Spielen dieses Kalibers, die gleichzeitig rauskommen, würde natürlich ein gewisser Verlust einhergehen. Das heißt, so wird der Release in China auch noch ein bisschen sich verzögern. Ich denke mal, wenn das Ganze dann Ende des Jahres mit Blade and Soul soweit ist, können wir wohl nächstes Jahr im März bzw. April mit dem Arc Age Release in China auch rechnen. Das aber, wie gesagt, nur aus kalkulatorischem Kalkül von Tencent, die natürlich den bestmöglichen Profit aus Arc Age herausnehmen wollen. Ja, von Tencent wird auch ein Vertreter in Russland anwesend sein, das wurde mir von Goa auch schon soweit gesagt, weil Tencent und Goa und Mail.ru, die gehören ja zu einem weltweit agierenden Publishing-Netzwerk. Das darf man auch nicht vergessen bei den ganzen Sachen hier, was die hier ablaufen. Da wird auch viel, da geht es auch um Millionen und Tencent finanziert Russland mit. Also man gibt sich immer ein bisschen Geld, man ist ja der Investor quasi auch für die kleineren Publisher wie Mail.ru. Mail.ru unterhält ja auch sehr gute Beziehungen zu Wargaming.net, also ihr wisst ja World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships, die natürlich auch sich nicht lumpen lassen und einen ordentlichen Betrag für Mail.ru, denke ich mal, auch springen lassen. Es gab ja jetzt das 15-jährige Jubiläum von Mail.ru und dort hat der CEO von Mail.ru dem CEO von Wargaming.net eine Harley Davidson geschenkt als Zeichen der Freundschaft und der Partnerschaft. Also man kennt sich, man schätzt sich, man mag sich, wie es eben so ist. Also Russland, China, die Achse des Bösen, wie man immer wieder gerne sagt, ist natürlich auch im Publishing-Bereich, ja, sehr aufeinander fixiert und man hilft sich und man unterstützt sich, wo man eben nur kann. Da ist ja auch prinzipiell nichts Schlechtes daran zu erkennen. So, die Frage ist jetzt, wie wollen wir vorgehen? Wollen wir über die Rainbow Fields, oder? Wir haben jetzt eh ein bisschen Zeit vor uns. Die Folge könnte auch etwas länger werden als normal. Und sobald wir, wie gesagt, auf einer halbwegs geraden Strecke sind, kümmere ich mich um die Auslosung, die ich mit Hilfe meiner Auswahlsoftware machen werde, die ist ja jetzt Gott sei Dank für die Gute. Dann nochmal vielen Dank an Pokerkeks. Pokerkeks hat ja schon einige Giveaways mit dieser Software eben gemacht. Und das werde ich jetzt dann gleich mal durchführen. Wie gesagt, es geht ja um nichts Großes. Es geht ja um Steam Keys aktuell, um ein Steam-Paket vom Paradox-Paket. Das haben ja einige mitgemacht. Und wie gesagt, das nächste Giveaway kommt dann in der nächsten Folge. Ich werde jetzt mal kurz, werde ich über die Brücke fahren, kurz raustappen. Also keine Panik bekommen, das ist alles noch gut. Ich muss nämlich jetzt selbst nochmal meine Folge aufrufen, damit ich weiß, wer hier alles mit von der Partie ist. Wer mit im Pott ist bei der ganzen Sache. So, weil ich glaube, es ist ja schon wieder einige Folgen her. Wann war denn das letzte Giveaway? Nö, die Diebestour war es nicht. Ah, hier, Bequemlichkeiten. 183, jetzt sind wir... Oh Gott, Leute, es tut mir so leid. Ich muss meine Giveaways mal etwas früher auflösen, denke ich. So, da haben wir sie auch schon offen, die Folge. So, hi zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Arc Age, dem deutschen Videomagazin. Ja, Magazin, ihr habt's gehört. Die Folge ist offen. Das dürfte ja jetzt auch mit übertragen worden sein.
So, dann gucken wir noch mal. Okay. So, ich habe jetzt hier mein Tool. Wie gesagt, ich klicke jetzt hier auf meine Taste. Und dann werden wir mal einen Gewinner ermitteln. Wie gesagt, es wird immer nur einmalig wieder bestimmt. Es gibt ja einige Leute, die hier alles zugeknallt haben mit Kommentaren. Und die Auslosung startet jetzt. So, und wir haben diesmal einen Gewinner. Und ich gratuliere sehr herzlich zum Gewinn der Steam Keys für das Paket von Europa Universalis, beziehungsweise von Paradox Entertainment. Ich glaube, Europa Universalis ist gar nicht dabei. Herzlichen Glückwunsch an Fatekill. Fatekill ist der Gewinner dieses Giveaways. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar und auch mit lobende Worten für mein Let's Play. Das finde ich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Fatekill, bitte schick mir per Privatnachricht hier auf YouTube oder auf arcageonline.de, je nachdem, wie du es möchtest oder wo du halt registriert bist, deine E-Mail-Adresse durch. Dann schicke ich dir das Paket zu mit dem Link und allem drum und dran. Ja? Herzlichen Glückwunsch an Fatekill. Und wie gesagt, das nächste Giveaway kommt dann gleich in der nächsten Folge. Und dann geht's auch los mit den physikalischen Giveaways. Das heißt, es gibt richtig tolle Sachen für eure Wohnung oder für euren Kaffeetisch oder fürs Büro, für den Schreibtisch. Keine Ahnung, das werdet ihr dann eben dann alles sehen. Ich habe da wirklich die Gelegenheit beim Shop gepackt und relativ günstig ein bisschen Merchandise zusammengewoben. Und solange es der Spendenpot meines Channels noch hergibt und ich die Versandkosten bezahlen kann, ist alles soweit gut. Aber in der Hinsicht, wer da das Ganze natürlich unterstützen möchte, wer sagt, jawohl, der Channel ist eine feine Sache, ich gebe mal einen Euro her oder zwei oder 50 Cent oder keine Ahnung. Wie gesagt, die Möglichkeit über PayPal zu zahlen findet ihr über meinen Channel. Tut mir selbst leid, dass ich so oft sagen muss, aber das Vermögen ist aufgebraucht für viele Giveaways, für viele Sachen, die ich Leuten vermacht habe. So, wir fahren jetzt nachts durch die Rainbow Fields. Ich habe das bewusst ausgewählt, weil ihr kennt ja diese Wettereffekte, die wurden ja damals bereits vorgestellt. Diese Wettereffekte erscheinen in den Rainbow Fields, allerdings sind es nicht die Rainbow Fields selbst, das ist das Witzige. Wir haben hier im Süden eben diese Schlucht und direkt südlich davon haben wir ja das Stadtgebiet der Warborn, die Sunny Wilderness. Und in der Sunny Wilderness gibt es anscheinend auch diese Naturphänomene, die zusammen mit den Naturphänomenen hier in den Rainbow Fields dafür sorgen, dass hier diese Lichteffekte aufsteigen. Das kennt man ja, glaube ich, von Norwegen, wenn ich mir nicht irre. Ihr könnt mich da jetzt gerne korrigieren. Aber in den Fjorden in Norwegen ist es ja zum Beispiel auch so, dass da dieses Wetterleuchten erscheint. Midsommar, glaube ich, sagt man so schön dazu, ne? Ja. Tja, wenn das Ganze ein bisschen asynchron kommt, wenn ich bei der Musik mitsinge, tut mir das immer wieder leid. Wie gesagt, wir haben jetzt hier einige neue Regionen. Für Luxushäuser zum Beispiel wurden zwei Regionen eingeführt. Alles dafür, dass das Stadtgebiet der Harajaran noch ein bisschen lebendiger, noch ein bisschen mehr gefüllter wirkt. Und unser Ziel ist, wir müssen letzten Endes hier drüben, hier oben müssen wir raus. Da kommen wir nämlich wieder in die Tiger Spine Mountains, aber das kennt ihr ja alle. So, die ersten Verkäufe sind jetzt auch wieder da am Laufen. Ihr hört es ja, ich habe jetzt bereits wieder drei Briefe in der Post. Und ich denke mal, ich werde es jetzt immer so handhaben, wenn jetzt jemand extrem was dagegen hat, der sagt, Mensch Fido, wir wollen zugucken, wie du die Beeren schneidest oder wir wollen zugucken, wie du Bananen erntest, dann schreibt es bitte in die Comments rein. Aber ich denke mal, ihr habt das jetzt oft genug gesehen, das Ganze. Und live ist ja schön und gut, aber repetitiv soll das Ganze auch sein. Wenn euch Diesel übrigens gefällt, ne, lasst auch Comments da. Ich fand Diesel richtig cool wegen Liesel. Das hat schon irgendwie was. Na, aus der Ego-Perspektive, ne? Wie gesagt, ich kann ja mal gucken, wenn ich mir diese 20... ich könnte ja zum Beispiel jetzt meine ganze Kohle raushauen für Kekse für 20 Stück und auf einen Megatraktor aufrüsten mit Liesel. Dann müsste ich aber wirklich voll in den Handel einsteigen, glaube ich. Weil mit dem Megatraktor bin ich ja nochmal 1,5 Meter schneller mit Speedboost, beziehungsweise 1 Meter schneller ohne Speedboost. Das habt ihr ja im Arcage Insider gesehen. Ja, man weiß, mal gucken, was man eben machen könnte. Ich habe eine Menge Kohle, davon kann ich auch mal Kekse kaufen. Also, ich meine, Ingame-Kohle natürlich, dafür kann ich dann auch mal Kekse kaufen, ihr wisst Bescheid, ne? So, jetzt hat irgendwas gar nicht gepasst, glaube ich. Irgendwie... Na Schatz, hi. Irgendwie hat es mir gerade das Mikrofon rausgedonnert, ich weiß es nicht genau. So, jetzt passt aber wieder alles. Das war der Charlie. Der Charlie? Nee, der Charlie ist doch gar nicht hier. Doch, der ist hier, da auf dem Stuhl und tut so, als würde er schlafen, weil er dir zwischendurch das Mikrofon rausgeknallt hat. Ja, ja, natürlich. Der Charlie ist jetzt 2 Meter hergesprungen, hat das Mikrofon gezogen, alles ja. Klar. Ja.
Ja, so, dann war mal wieder bei der Fro. Die war jetzt auch mal wieder kurz hier. So muss das sein. Reinkommen, Katze ärgern, Kippe anmachen, mich schön eindampfen hier und wieder rausgehen. So, noch 38 Sekunden, dann ist auch wieder der nächste Pot hier abgelaufen. Also diese Woche hier ist, wie gesagt, sehr, sehr ruhig. Jetzt alle sind ja im Moment in einer Erwartungshaltung. Die Russen, wie gesagt, warten auf den 28.09. Die Koreaner warten auf Neuigkeiten, die wahrscheinlich auch jetzt Ende September eintrudeln werden, was jetzt eben die neuen Rassen betrifft, was die Expansion betrifft, was überhaupt den State of the Game, der ja immer so gerne gefordert wird, betrifft. Ja, wir warten sowieso. Wir warten und warten und warten in Europa und Nordamerika. Das können wir am allerbesten. Die Chinesen, die warten eher weniger. In China ist halt eben wirklich bewusst kommuniziert worden. Leute, passt auf, wir kümmern uns jetzt erstmal um Blade & Soul. Dann geht's mit Argage weiter. Sie machen ab und zu mal einen kleinen Contest, wo man wieder Beta-Keys gewinnen kann. Sie halten halt die Leute bei Laune, aber sie sind auch ehrlich bei Tencent und sagen, Leute, passt auf, wir haben klare Präferenzen. Blade & Soul wird gepusht und das ist unser Ziel, das wir jetzt haben. Die Leute finden es teilweise nicht so toll, aber gut, China ist ja eh wieder ein ganz, ganz spezieller Fall für sich. Also, alle sind am Warten, auch was andere Spiele betrifft, sind wir ja am Warten. Ne? EverQuest Next, der letzte Producer Letter, war auch so nach dem Motto, Hauptsache was gesagt. Ich nehme jetzt mal dieses Zitat aus dem ArcageOnline.de Forum entgegen. Hauptsache was gesagt, trifft es ja auch ziemlich gut. Ne? Da ist auch relativ wenig, es wurde ja jetzt auch, man hat jetzt auch gesehen, dass dem Roundtable das erste Mal widersprochen wurde. Bei der Frage, soll jede Rasse, jede Klasse haben in EverQuest Next, hat ja die Mehrzahl der Spieler, also nicht die Mehrheit, sondern ja, wie gesagt, die Mehrzahl der Spieler gesagt, also 40%. Sie hätten das schon gerne, dass es Restriktierungen gibt von Rassen und Klassen, weil es einfach, damit es halt zur Lore passt, beziehungsweise auch zur, ja, zum, wie soll man sagen, zum Aussehen der Klassen einfach passt. Eine fette Klasse als Schurke zum Beispiel, eine fette Rasse als Schurke, man kennt es ja, ne? Aber da hat jetzt auch der Roundtable, also der Entwickler, eine klare Absage erteilt, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Und ja, da muss man eben jetzt auch mal abwarten. Das war EverQuest Next. Black Desert natürlich, ne? Black Desert, Jungs, da werden einige hier ganz geil, wenn ich davon erzähle, von Black Desert. Black Desert dauert ja jetzt auch wieder noch. Ab 1. Oktober laufen ja erstmal die Anmeldungen für die Closed Beta, ne? Das ist sehr, sehr heiße Sache. Da munkelt man ja auch, dass es eventuell von Anfang an schon einen halbwegs minimal oder extra übersetzten Server gibt für internationale Presse, für Developer. Das ist aber alles noch im Unklaren. Das sind alles Gerüchte, heftige Rumors, die da überall rumgehen. Weil Bless hat ja auch die Vorlage gemacht. Wer sich von euch für Bless Online interessiert, das Spiel ist jetzt nicht so ganz meine Wellenlänge. Bless ist halt ein Spiel, das wird so eine Art Terra 2.0. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Das hören die Leute von Neowiz Games natürlich nicht gerne, aber die Parallelen sind einfach da, wenn man sich Gameplay-Videos anschaut von der G-Star 2011, 2012, wenn man sich die Sachen anguckt. Ne? Ja, aber Bless ist auch sehr aktiv im Westen. Also Neowiz macht das Spiel ja selbst in den USA, beziehungsweise in Europa hoffe ich auch mal. Die Bless-Studios suchen in Nordamerika und Europa eben Leute, die für Video-Interviews zur Verfügung stehen, die eine gewisse MMO-Erfahrung haben. Wenn ihr euch dafür interessiert, das ist im Bless Online-Thread auf ArcageOnline.de, da könnt ihr mal nachgucken. Da habe ich das alles soweit verfasst halt eben und mal reingeschrieben. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Das heißt, auch Neowiz kommuniziert jetzt in dieser frühen Phase, wo noch gar keine Closed Beta, die ja Ende des Jahres wahrscheinlich kommen soll, in Korea steht, möchte die Leute mit involvieren. Und das Beste an der Sache ist, jeder, der bei diesen Interviews mitmacht, ist in der Closed Beta dabei, in der koreanischen Closed Beta. Das heißt, man hat den Trend in Korea erkannt, dass bei den Spielen immer mehr ausländische Spieler dabei sind, wie es eben jetzt bei Argage der Fall war, bei Terra Korea, bei Ion Korea schon vorher quasi die Vorreiter, bei vielen Spielen, die man nur in Korea so richtig schön auch genießen und spielen kann. Lineage 1 zum Beispiel geht ja nur noch in Korea zu zocken letzten Endes. Elsword zum Beispiel finde ich die koreanische Version auch überragend einfach nur. Ich finde die wirklich schön gemacht da. Und viele andere Games auch. Der Trend ist da und ich finde den Trend super. Ich muss es ganz ehrlich sagen, der Trend macht mir richtig Freude. Und es hätte bei Argage vielleicht auch schon mal so sein sollen von Anfang an. Aber gut, das haben wir jetzt bei den neuen Spielen. Also meine Vorbehalte gegen Blast zum Trotz. Vielleicht überzeugt mich ja Neowiz vom Gegenteil. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten, aber da jetzt nicht aktiv irgendwie mitmischen. Das heißt, es ergibt sich die Gelegenheit, da irgendwie reinzurutschen. Sollte man sich auf jeden Fall auch angucken. So, das waren jetzt mal ein bisschen so die News zu anderen Games, was im Moment so läuft. Ansonsten Rest in Peace Warhammer Online, das kann ich auch nur nochmal sagen.
Warhammer Online war halt dieser Versuch, und ich muss wirklich sagen, dieser Versuch, dem alten Daok-System was abzugewinnen, aber letzten Endes hatte man ja nicht dieses offene Drei-Fraktionen-PvP, sondern es war ja auf Gebiete begrenzt, die ganze Sache. Es war zu eng, zu unübersichtlich, zu unausgeglichen, zu unbalanced, das ganze Spiel. Ich denke, die Leute, die Warhammer gespielt haben, die wissen, wovon ich rede. Am Anfang hat es Spaß gemacht, wegen der Masse an Leuten, die noch im Spiel drin war, aber irgendwann, als diese Masse dann weg war und man gemerkt hat, das Spiel verliert immer mehr und mehr Leute, war das natürlich auch keine Freude mehr bereitet, letzten Endes es auch zu spielen. Traurig, aber wahr. Ich muss es einfach so sagen, wie es ist. Ja, so, wir kommen jetzt hier vorbei. Ihr kennt ja die Stellen vielleicht doch von ganz, ganz alten Folgen, an denen ich hier gelevelt habe. Da musste man ja auch diese Wölfe killen, diese Tiger killen, die jetzt hier stehen zum Beispiel. Diesen Tiger, der in Groß ist übrigens auch die momentan anstehende Erntedankfest-Quest, die ich euch immer noch nicht zeigen kann, weil ich jedes Mal den verdammten Fehler mache, mich mit Oscar zuerst einzuloggen. Ja, gut, so bin ich halt nun mal. Ich hoffe, ich schaffe es morgen mal, das nicht zu machen. Wir haben ja jetzt wieder Wochenende. Ich war jetzt unter der Woche viel unterwegs. Ihr wisst ja, ich habe GTA 5 in Nachtschichten gespielt. Tagsüber habe ich jetzt geguckt, natürlich, damit es beruflich auch bei mir ein bisschen weitergeht. Ich habe gehofft eigentlich, dass sich ein paar andere Sachen ergeben könnten, jetzt über die Gamescom und so. Oder halt, dass ich mit Trine irgendwie in Kontakt kommen könnte. Aber gut, dann bleiben wir eben beide erstmal freiberuflich tätig. Es bleibt einmal keine andere Wahl. Irgendwoher muss die Kohle ja kommen. Und deswegen bin ich jetzt bereits wieder in neuen Gesprächen und auf der Suche nach neuen Aufträgen. Und von daher war ich jetzt stark eingegrenzt. Ich hoffe, dass ich am Wochenende mal wieder ein paar mehr Folgen aufnehmen kann, so wie ich es eben April, Mai, Juni gemacht habe, als ich ja eben in meiner letzten Arbeit tätig war. GTA 5 noch ein kurzer Seitenbemerkung von mir. Ich denke mal, es wird sowieso im Internet tot diskutiert von allen Seiten. Die Story hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nach 29,5 Stunden war ich durch. Und ich habe mir da auch schon Kritik anhören lassen von Leuten im Teamspeak oder über Steam. Fido, du bist doch eigentlich ein Explorer. Du liebst doch die Open World. Warum zum Teufel spielst du dann bei GTA 5 nur die Story? Oder da kann man mich genauso sagen, warum hast du bei Skyrim nur die Story gespielt mit ein paar Ausnahmen? Das kann ich euch erklären. Es ist ganz einfach. Ich bin Open-World-Liebhaber, ich bin Exploration-Liebhaber und in erster Linie, und das ist der wichtige Punkt, bin ich Multiplayer. Also ich spiele Singleplayer-Games schon gerne, allerdings wirklich nur in dem Rahmen, der mir abgesteckt gegeben wird. Story-based, sage ich mal so schön. Ne? Von daher finde ich Singleplayer-Spiele schön, ich spiele gerne die Story auch. Entdecken mache ich eher weniger. Wenn jemand was findet, dann erfahre ich sowieso meistens über Easter Egg und Secret-Sektionen oder über das Teamspeak, wo mir Leute halt eben von Secrets im Spiel erzählen, wie jetzt eben auch bei GTA 5. Und das reicht mir letzten Endes auch, weil ich meine, es ist halt ein Singleplayer, man hat nichts zu vergleichen. Das Tolle am Multiplayer ist ja auch irgendwie das Competitive auf der einen Seite und das Social bzw. Cooperative auf der anderen Seite. Man kann gegeneinander ein bisschen antreten, so ein bisschen so, wer entdeckt welches Geheimnis zuerst, wer findet das raus, wer ist da der Beste, ihr kennt das Spiel ja, ne? Und auch das Cooperative zusammen was erreichen, gemeinsam Geheimnisse zu erkunden, gemeinsam was zu erleben. Und das ist halt das, was für mich erleben einfach MMORPGs oder allgemein Spiele mit Multiplayer-Faktor ausmachen. Ich denke, bei GTA Online werde ich schon noch ein bisschen mehr mitmischen, aber für Singleplayer gilt das Ganze eben nicht bei mir. Bei Singleplayer mache ich meine Story und freue mich, wenn die Story durch ist, weil es ist ja auch was Spannendes. Ja. Ich meine, letzten Endes die Hersteller von Spielen, die auf Singleplayer erstmal ausgelegt sind, wollen ja eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte ist das Erste, was normalerweise miterlebt werden sollte. Und es tut mir leid, ich habe Skyrim Story-Based gespielt, ich habe GTA 5 Story-Based gespielt und das war es eigentlich auch schon so ziemlich mit den Singleplayer-Spielen, die ich gemacht habe. Ich bin mir zum Beispiel noch nicht mal sicher, ob ich Watch Dogs überhaupt spielen werde, ganz ehrlich. Ich bin einfach so ein Multiplayer-Typ, deswegen habe ich zwar viele Spiele auf dem Steam-Account, die meistens aber von Humble Bundles oder solchen Sachen kamen und ich glaube, die meisten werde ich mal anzocken, mal kurz angucken und das war es dann letzten Endes auch schon. Und deswegen macht mir Argage auch momentan nicht so die Freude auf Ollo zu spielen, deswegen bin ich ganz froh, dass ich auf Kyprosa jetzt so meine Base gefunden habe, eine nette koreanische Gilde, mit der ich ab und zu was erleben kann. Der Draht ist da auch da, es macht eine Menge Freude, es sind auch einige Ex-Ollo-Spieler mit dabei, die schon vor ein paar Monaten nach Kyprosa weggewandert sind und es ist einfach toll da, aber ich werde von da, wie gesagt, auch keine Videos posten, das Ganze hat eben den Hintergrund, dass ich nicht spoilern werde und auch nicht spoilern möchte. Das ist einfach nicht meine Intention und jetzt haue ich gleich den nächsten Sprit raus, aber Sprit habe ich ja sowieso noch 24 Stück. Von daher gibt es da auch keine Schwierigkeiten. Ich habe ja auch noch die Weizenpakete, habe ich keine mehr momentan. Da kann ich mir aber auch welche zum Beispiel aus dem AHA holen und ein Weizenpaket und einmal Kuhscheiße. Das wisst ihr ja, ergibt ja auch einen Sprit. Und mittlerweile ist es ja so, dass man mehrere Kuhkote oder Köter, wie auch immer,
hochheben kann. So, ein paar Minuten wird es länger werden. Jetzt das nächste Phänomen bei Nacht, das man auf dem Ostkontinent eben hat, ihr kennt es ja auch schon, das ist der Nebel über dem Falconry Plateau. Das Falconry Plateau liegt ja bereits schon sehr hoch, nur noch die Hochgebirge des Ostkontinents liegen eigentlich höher. Auch Lucas Checkers liegt etwas tiefer, wenn man halt eben unter die Checkers drunter geht. Und hier sind ja gewaltige Gebirgszüge, die Lucas Mountains, die sich bis runter nach Hassler erstrecken. Und auch Hassler geht wieder ziemlich weit runter, wenn man das Ganze mal so betrachtet. Und wie hoch dieses Hochplateau wirklich ist, erkennt man ja, wenn man hier unten ist, an der Grenze zum Steppelt und dann wirklich schon sieht, oh Gott, geht's hier tief runter, ne? Genau, und auf diesem Plateau ist halt eben eine sehr starke Nebelbildung. Der Nebel zieht auch hier sehr schön durch. Wie gesagt, ich habe nicht die höchste Auflösung. In hoher Auflösung sieht es wirklich bombastik aus, das Ganze, das kann ich euch schon mal sagen. Und mein Ziel letzten Endes ist ja hier, ich muss hier ankommen, hier befinden sich meine Händler, bei denen ich die ersten 5 Kisten abgeben kann und hoffentlich auch meine ersten, ja, 10 Goldmünzen bekommen werde, vielleicht sogar 15, wir werden sehen. Ich habe leider Arc Trade nicht aktualisiert, unser Archbox-Tool. Mittlerweile kann man ja über Archbox KR alles komplett in Korea steuern. Alles komplett über den Webbrowser, meine ich natürlich, steuern. So, aber ich habe natürlich ein bisschen an der Grafik geschraubt, ihr erkennt es vielleicht ein bisschen, ne? Es gibt jetzt bei GeForce, so bei der GeForce Experience, kann man verbesserte Einstellungen und auch Performance-Schübe für Arc Edge reinladen. Ich habe den jetzt mal angewandt und ich muss sagen, ich bin von dem Ergebnis schon, wow, sehr, sehr angetan. Also die Grafik wirkt jetzt auch viel schöner, viel schärfer, vor allem auf die Ferne gesehen. Auch das Charaktermodell ist ganz ordentlich und ich finde, vor allem hier, wie gesagt, wenn ich jetzt hier sehe, die ganze Natur eben und vor allem die Sichtweite ist ja auch schön hochgegangen, muss ich sagen. Ich kann jetzt viel, viel mehr sehen. Natürlich leicht, ich bin immer so knapp unter 30 FPS, mit Aufnahme, ohne Aufnahme bin ich bei 50, 55. Wie gesagt, das ist jetzt auch vielleicht die X-Story zu verdanken, das Ganze. Und es ist auf jeden Fall wunderschön, das Ganze zu beobachten, anzusehen. Na, ist doch auch eine schöne Gegend hier. So, und jetzt kommen wir hier gleich vorne an die Kreuzung. Ich schmeiße jetzt nicht nochmal einen Sprit ein, ich bin ja sowieso gleich da. Da vorne ist das Ziel. Da würde ich sagen, genießen wir noch einen Moment die tolle Musik, die ich wirklich super finde aus dem Stadtgebiet der Ferre. Ja, es ist wunderschön, wunderschöne Mucke. Deswegen habe ich sie mal ein bisschen laufen lassen. Die wird jetzt auch etwas lauter sein. Bis zum bitteren Ende. Bin echt mal gespannt, was jetzt diese Tour ergeben hat. Wie gesagt, wenn sie gut war, fahren wir die Tour auf jeden Fall nochmal. Dann werde ich mal eine andere Route wählen. Also es wird jetzt nicht immer langweilig Stufe Route A, Route B sein, sondern ich werde es immer schön gezielt machen. Ich brauche eben 50 Goldmünzen und da können wir von Glück reden, dass wir hier in Korea sind. In Japan bräuchte ich 200, das wisst ihr ja, ne? Also in Japan hält damit aber auch die Spieler. Die haben ein recht gutes Wirtschaftssystem eingeführt mit so Aktionen. Sie schreiben den Spielern teilweise auch vor, wann sie Gold bekommen und so. Das ist natürlich nicht mehr so sandboxy, aber es hat der Wirtschaft in jedem Fall sehr, sehr gut getan. Und für alles andere hoffe ich halt eben, wie gesagt, auf die Wiederkehr der Item-Synthesis, der vollständigen Item-Synthesis aus der CBT4. Ich habe, wie ihr wisst, die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Könnte ja auch jederzeit wieder passieren. So, hier ist jetzt ein Wirbelsturm. Ich hoffe, dass der mich jetzt nicht mitreißt. Ja, die Ortschaft kennen wir ja schon. Da habe ich ja sehr, sehr viel Zeit verbracht. Diese Ortschaft ist auch wie immer performance-lastig ohne Ende. Ich werde nie verstehen, was... Hey! Ich bin doch extra... Hey! 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 Moment mal! Lass mich hier weg! Ah! Nein! Oh, scheiße. Ich bin doch extra dran vorbeigefahren. WTF! Leute, ich komme nicht aber... Ey! Das ist jetzt ein Witz, oder? Oh, nee.
Okay, die Folge wird sich um weitere Minuten nach hinten verzögern, weil ich meine. Ey, ich habe doch keinen Schleuderschutz gebucht. Okay, Leute, das wird mir wieder unangenehm peinlich, aber ich komme hier nicht. Das ist ein Witz, oder? Das ist doch einfach nur ein Witz. Das ist ein Witz. Ich komme immer noch ein paar Meter vorwärts. Ey, guck mal, wie weit dieser Wirbelsturm jetzt schon weg ist und trotzdem biebt's mich noch weg. Und wieder ist der Traktor ein paar Meter weiter. Ey. So kurz vorm Ziel. Das gibt's nicht. Kann das wahr sein? Kann das wahr sein? Ey. Und wieder einen halben Meter weitergekommen. Super. Ich muss hier irgendwie mich rauskämpfen jetzt. Ihr seht es ja genau. Ich muss jetzt hier echt mal. Wieder ein paar Meter weiter. Ich glaube, ich bin bald an dem Ding vorbei. Ich bin doch extra dran vorbeigefahren. Das gibt's doch nicht. Vor allem, wieso bewegt sich dieser Sturm auch nicht? Der bleibt an der Stelle stehen. Oh ja, das sollte doch jetzt reichen, oder? Oh ne, falscher Knopf. Jetzt habe ich doch nochmal Sprit einge. Ach ja, wenn's scheiße läuft, dann richtig, ne? Also gut. Also wie gesagt, ich frage mich echt, wieso diese Ortschaft hier so dermaßen performance-lastig ist. Wahrscheinlich wegen dem ganzen Gebirge und den Effekten außenrum. Also da der Ort zieht so an meiner Performance immer jedes Mal. Wahnsinn. Ja, und wahrscheinlich, weil hier auch die Luftschiffe landen, ne? Und halten, ne? Das sieht natürlich auch sehr beeindruckend aus, muss ich sagen. Die neuen Luftschiffe sehen auch sehr, sehr gut aus. So, und hier ist der Abgabepunkt, ne? Herzlich willkommen zu Haus. Wollen wir mal gucken, ne? Ja, bei 130% gibt es hier 2 Münzen für diese doch sehr, sehr lange Strecke. Vielleicht soll ich doch mal was anderes suchen, aber ich bekomme zumindest schon mal meine ersten 10 Goldmünzen, ne? So, während ich jetzt hier abgebe, werde ich mich auch dann langsam von euch verabschieden. Wie gesagt, ich wünsche Fatekill viel Freude mit seinen Spielen, die er jetzt bekommen hat. Wie gesagt, ab der nächsten Folge gibt es dann auch schöne Giveaways. Also, was ist der schöne? Die natürlich waren die bis jetzt auch schön, aber physikalische Giveaways meine ich damit. Gibt es dann jetzt quasi ab der nächsten Episode. Mal schauen, mit was ich dann anfangen werde. Mit der Verlosung. Ey, ich lande immer wieder in meinem Träger drin. Das gibt es gar nicht. Nein. So, und mit den ersten. Mit den ersten 10 Goldmünzen von 50, die ich ja brauche für mein Schiff, verabschiede ich mich da mal aus dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Ich gehe mal schwer davon aus, dass diese Folge noch am Wochenende rauskommen wird. Und jetzt wird es etwas lauter, weil dieses Luftschiff gerade kommt. Sorry. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Fido. Ciao, ciao. Oh, ich war hier zugeblasen.